So, und weiter geht's. Geh schon los. Okay. Zack, 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 zack. Ich habe übrigens, bei Black Friday habe ich nämlich gesehen. Ich bin eigentlich ja nicht so ein Typ, der sich dann immer denkt, oh geil, ne? Black Friday erstmal die Läden stürmen. Aber was ich gesehen habe, zufälligerweise, bei Amazon war nämlich, dass die PlayStation VR irgendwie nur 220 Euro oder so gekostet hat mit 5 Spielen. Und ja, das habe ich mir erstmal gegönnt. Also, das Spiel, muss schon sagen, ist schon geil, ne? Also, schon sehr interessant. Ich hätte mir vor, weiß ich, 2 Wochen oder was, dann auch mal Ace Combat geholt, unabhängig davon. Und da habe ich mir gedacht, okay, das lohnt sich auf jeden Fall mal. Töte im Flieger, ne? Bisschen Ace Combat zocken in VR ist auch richtig gut. Ist auch richtig geil. Macht Bock. Wobei, ich habe jetzt, weiß ich, insgesamt vielleicht 2 Stunden im Einsatz gehabt. Bisschen PlayStation VR World gezockt. Ne, weil es ist, glaube ich, ganz gut, um da überhaupt mal reinzukommen in der ganzen VR. Gedöns! Oh Gott, Hilfe! So, ich sollte vielleicht weniger reden und mehr spielen. Das wäre, glaube ich, zumindest in den Zeit-Challenges angebracht. So, zack. Und dich haben wir auch. Perfekt. Doppelmaske, 34 Sekunden, passable Zeit. Also für mich zumindest. Ah, wieso? Ich will sprinten. Warum habt ihr mich einfach das Sprinten gegeben? Ohne der Sonne. Und warum ist er so langsam mit der Maske? Finde ich auch nicht nett. Hilfe! Hilfe, ja, okay, okay, okay. Das geht. Die will ich haben. Dankeschön. Ich hätte dafür jetzt natürlich sehr ungern meine Maske investiert. Aber ich glaube, ich werde gerade wieder so unruhig, das merke ich schon. Das ist kein guter Versuch. Hier werde ich jetzt sterben. Richtig? Weiß ich noch nicht genau. So. Ah, okay, jetzt habe ich leider nur einen erwischt von den beiden, aber ist ja egal. Okay, 2-3 Session. Großmutig. Ah, Mann. Was ich auch nicht mag, ist, dass der. Also ich kann nicht die ganze Zeit beschleunigen. Das ist so ein Boost, den ich dann habe. Während ich natürlich bei so einem. Ich will lieber einfach den Knopf gedrückt haben und die ganze Zeit schnell laufen. Ach scheiße. Nein! Ich hab's doch gesehen. Das Böse ist, ich hab auch wieder Kreis gedrückt, damit er eigentlich Gas geben soll, ne? Aber es hat ihn einfach nicht interessiert. Aber das hatten wir ja schon mal. Die Reitlevel, die haben die hier halt nicht perfekt gemacht. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich will die 3 Sekunden haben. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass man hier nicht nach jedem Versuch sich 13.000 Ladepausen angucken muss. Das war ja immer was mit den Rückblenden-Videos genervt und was bei den perfekten Relikten nervt. Wie, das war jetzt schon. Aber hat jemand gesagt, man kann ja auch die Checkpoints ausschalten? Ah ne, das war glaube ich mal in der Demo-Version der Fall, ne? Was eigentlich total die sinnvolle Geschichte gewesen wäre, ob es auch um perfekte Relikte geht oder halt um die Rückblenden-Videobänder. Weil das dann auch dann in solchen Fällen an den Tod auch nicht gezählt werden. Das ist einfach eine komfortable Geschichte, die eigentlich sehr gerne wieder reinpatchen könnten, um ehrlich zu sein. Da wird wahrscheinlich keiner was gegen haben. Es ist ja sowieso eine optionale Geschichte. Entweder man macht es oder man macht es halt nicht. Das heißt, Nachteile, so eine Funktion zu haben, gibt es einfach nicht erstmal. Würde ich behaupten. So. Aber ich weiß gar nicht, gab es überhaupt schon seit dem Release hier Patches? Also ich habe mal ein Update mal gezogen. Ist schon länger her. Okay, jetzt war natürlich jetzt nicht so gut, okay. Eieiei. Ist halt so, ne? Bisschen Schwund ist immer. Immer auch an der Zeit, ne? 38, für die Zeit ist glaube ich 33 oder 34. So, okay. Wieso gehst du so in die Ecke? Warum machst du keinen Doppelsprung, du Affenarsch, Mann, ey? Ach, das nervt, echt, das nervt, das nervt, das nervt, das nervt, das nervt, das nervt. Ja, jetzt hab ich 3 Sekunden gewesen. Lalalala, tschüss. Jetzt kommt wieder langsam doch vielleicht die Resignations- und Angepisstsein-Phase durch. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Wie gesagt, wenn ich selbst an Tod und Schuld bin, ne, oder wie gerade die 3 Sekunden, da bin ich irgendwie dran
Also ich drumherum gewubbelt, wie auch immer ich das geschafft habe. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich die Eingaben mache und der macht es einfach nicht, ne? Wie zum Beispiel bei dem Reittier, ne, der schnelle Move oder der schnelle Laufen, was der einfach nicht machen wollte. Oder gerade der Doppelsprung. Dann nervt mich das doch schon arg. Und jetzt zum Beispiel, ich habe ungefähr viermal Kreis gedrückt, damit er anfängt zu rennen. Und der rennt genau dann, wenn ich springen möchte und dadurch natürlich dann die... Es war nur eine Sekunde, deswegen war es nicht so schlimm. Aber dadurch dann auch nicht bekomme, ne? Das ist scheiße, ist das. Ja, ich hätte jetzt hier erstmal irgendwie den... Ich weiß nicht, für den Gang schalten muss, damit der Speed bekommt. Da soll ich vielleicht nicht rennen. Also wenn ich hier anfange zu rennen, dann macht das offensichtlich keinen Sinn, weil dann kriege ich die Zeit nämlich leider nicht, die Zeitkisten. Okay, das ist jetzt echt keine gute Zeit. Aber wahrscheinlich ausreichend für Saphir. Sollte das mein erfolgreicher Versuch werden, dann kann ich immer noch sagen, ah, ein paar Sekunden kann ich es ja immer noch rausholen. Das ist nicht ganz so schlimm. Von wegen Platin und so. So. Jawohl. Nein! Ist die Scheißplattform gerade weggedüst? Ich werde wahnsinnig. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wo soll das noch hinführen? Mann! Zack, 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 zack. Ja, immerhin den Rhythmus habe ich jetzt so einigermaßen raus. So, zack, zack. Fup, 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 fup. Jawohl, dankeschön. So, dankeschön. Ist erstmal eine gute Zeit, glaube ich, 14 Sekunden, ne? Kann man machen. Und hier mal kurz Gas geben. Hier sollten wir es sein lassen. Da können wir nochmal machen, wenn wir wollen. Springen hier nochmal Gas. Zack. So, gut, dann geht es einmal nach oben. Wir haben die Tickets nach oben. Ja. Die lassen wir sein. Auch wenn es noch so verführerisch sein sollte. Hier können wir einmal rennen. Nein, können wir nicht, weil wir auf dem rutschigen Untergrund sind. Ja, okay. Hauptsache, der bin ich hier. Das ist, was für mich wichtig ist. So, okay. Lauf, lauf. Hilfe! Alter! Der hat schon wieder jetzt keinen Doppelsprung gemacht, ne? Das ist nervig. Dieses Abbremsen, ne? Das kann ich mir auch nicht erklären, um ehrlich zu sein. Ah, jetzt muss ich auch noch warten, so eine Scheiße. Bring mich nie aus dem Flow. Andererseits kann man natürlich auch sagen, gut, das ist jetzt mal eine Möglichkeit, wo ich ein bisschen durchatmen kann, ne? Aber nein. Zählt bei mir nicht. Zack, 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 zack. Zack, okay, wunderbar. Hey, nein, das war jetzt einfach das dumme Timing. Weil genau als ich auf der Kiste war, ist die Maske ausgegangen. Also hätten wir ruhig mal nochmal so ein bisschen... Karenzzeit geben können. Echt, ohne Scheiß, was soll das denn? Assi. Nach dem Wirkungszeit hast du in jedem gottverdammten Funracer. Ich spreche auch nicht von einer langen Zeit, aber das gerade, das war ja wirklich punktgenau. Stopp. Pitz. Genau, vielen Dank. Fupp. Dankeschön. Ja, ein bisschen langsamer als vorher. Aber es ist, glaube ich, noch im vertretbaren Rahmen. Also für mich selbst zumindest.
Das ist ja das, worauf es ankommt. Yep. Danke. Zack, zack, zack. Nein! Scheiße. Man kann nicht alles haben, ne? Ich glaube, der Großteil der Zeit, die ich habe, bis ich da bei der ersten guten oder Dreiermaske bin, liegt einfach daran, welche Kisten sammle ich ein, welche sammle ich nicht ein. Danach merke ich mal schon den Unterschied, wie weit ich mal mit den Dreiermasken komme. Dass man da auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall Bewegung habe in meiner Produktivität. Wie man auch immer das nennen möchte. Oder eben nicht Produktivität. Warum bin ich da so ausgebremst? Warum bin ich jetzt Schwarzbild? Das schaffe ich noch. Ja, der Sprung jetzt noch drin. Sehr gut. 3 Sekunden leider nicht von da oben gerade. So. Halt kaputt, genau. Hol die Pflanzen aus dem Boden. Ja, genau so wollte ich es haben. Und schon sind wir wieder bei der zweiten Reitscheiße, okay. Und spring, Alter. Wo bin ich? Hilfe! Was geschieht hier? Okay, ja, weil mein Fehler war gerade, oder mein Problem war gerade besser gesagt. Uiuiuiui. Fehler mache ich natürlich keine. Ich bin über die Kiste drüber gesprungen. Wie geil ist das denn? Das Problem, was ich gerade hatte, war schlicht und ergreifend. Ich bin vorher gerannt. Ich konnte danach nicht mehr rennen und deswegen konnte ich nicht mehr den einen Bereich begehen. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Gebe ich offen und ehrlich zu. Weil ich möchte gerne schaffen. Alles gut. Dann verzichte ich jetzt auch gerade weitgehend auf Rennscheiße. So, auf riskante Manöver. Ich will das Level einfach jetzt gerade schaffen. Mehr Anspruch habe ich nicht. Brauche ich aber mal. Ey! Ach, das ist doch scheiße. Man muss nur wissen, dass man links bleiben muss. So, und hier geht es nämlich ab für eine Mark. Das ist das Ende. So, okay. Oh, flups. Hervorragend. Nein, einen leider übersehen. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Okay. Also wie gesagt, von der Zeit ist jetzt erstmal wirklich nicht so verkehrt aus. Das ist scheißegal. Und wir haben es geschafft! Ja, 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 ja. Komm, für Gold muss es reichen. Wobei, ich habe super viele Zeitkisten übersehen. Es ist Gold. 1,43, wie eine halbe Minute. Das ist doch scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, komm, geh mir nicht auf den Sack. Eieiei. Schon wieder eine halbe Minute besser werden für Platin. Ich meine, da ist Luft drin, auf jeden Fall. Da ist so viel Luft drin. Gerade das letzte Viertel. Da kann ich wahrscheinlich nur allein schon 10 Sekunden locker rausholen. Plus nochmal die Zeitkisten. Aber trotzdem ist es hart. Ja, ich werde mir einfach zu jedem Level leider einen Guide raussuchen müssen. So ungern ich es auch tue. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier, warte mal. Oh, kurz was. Ah, ne, okay. Ich glaube, bei dem anderen, in der anderen Welt gab es das gar nicht, diese Welt. Oder dieses extra Level. Kurz mal Checkhorn. Ne, gab es nicht, okay. Ne, ich hatte mich nur gewundert, weil wir haben ja hier dieses Cortex-eigene Level, was wir ja auch noch spielen können. Und ja, auf jeden Fall, Querschlagung ist erstmal fertig. Nein, ist es nicht. Wir müssen hier noch den versteckten Edelstein finden. Alter, wo ist der denn? Super. Okay. Ich glaube, das gucke ich mal offscreen nach. Das werde ich dann beim nächsten Mal bei der morgigen Aufnahme dann wahrscheinlich euch mal zeigen. Ich würde jetzt gerne auf jeden Fall nochmal blinde Passagiere zumindest versuchen. Ich glaube, das war ein Level, das war ziemlich angenehm. Also war jetzt nicht sehr böse. Meine ich zumindest, aber ich kann mich auch täuschen. Also, wir gehen nochmal kurz ins Level rein. Danach gibt es erstmal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal, ne? Ich glaube, hier habe ich hier alle Edelsteine. Ich meine, ich habe gesehen, dass ich hier alle Edelsteine habe, ja. Ja, mal gucken.
Laden wir mal eben zu Ende. Müssen wir uns dann beim nächsten Mal hier angucken. Gut, ich mache hier jetzt einfach schon mal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Level geladen hat. Also, bis gleich!